also Baum. Sieht nicht so aus. Hier fliegen auch schon die Saplings an mir vorbei. Wahrscheinlich auch mehr als nur einmal. Und ich würde sagen, das reicht dann wohl an... bisschen viel eigentlich schon fast. Habe ich mehr als 5 Minuten gebraucht? Wo ist denn das Leder und das... Ach, hier. Ich wollte gerade sagen, ich konnte mir jetzt nicht vorstellen... Ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich länger als 5 Minuten gebraucht habe. Wir sind hier nicht bei 7 Days to Die. Wo man stirbt und alle Items instant verschwinden. Na, hier habe ich ja auch schon gerupft ohne Ende. So. Das ist auch eine coole Höhle hier irgendwie, ne? Oh, hier habe ich aber nicht... Oh, guck mal hier. Eisen. Nehme ich. Das nehmen wir mal einfach mit hier, ne? Da sind wir ja Kumpeltyp. Bisschen Kohle. Ach, guck mal, da geht's noch. Ach du Scheiße, was ist da denn los? Fette Höhle gefunden. Gleich reingefallen in die fette Höhle. Puh, ey. Silk Touch. Ja, ich denke dabei jetzt so an diesen, ne? Diese Sign da, dieses Merkschild für mich, dass ich noch Kohle holen wollte. Aber ich war da schon mal. Da war ein Creeper. Ich muss hier schon mal irgendwie drin gewesen sein. Und scheinbar auch schon in tieferen Regionen. Hallo Creeper. Warum gehen die beiden Kameraden jetzt einmal im Kreis? Ich meine, das ist jetzt ja auch toll irgendwie, ne? Mit der Wegfindung der Monster. Die zeigen einem manchmal den schnelleren Weg. Ist auch irgendwie... Ist mir gerade mal so eingefallen, aufgefallen, durch den Kopf gegangen. Ist schon halt ein bisschen... Ja, moin! Ist halt schon ein bisschen lustig, wollte ich sagen. Stirb! Stirb! Alter, wo kommen denn die ganzen creepy Creeper her? So, gehen wir mal hier lang. Aber warte mal, ich werde mal gerade das Schwert wechseln. Zehn Millionen Creeper hier, ey. Was ist denn da los? Aber fette Höhle. Was ein Glück, dass die Musik wieder gar nicht zu so einer Höhlentour passt. Den lassen wir da unten einfach mal. Da hat schon wieder einer eine Opernarie gesungen oder irgendwie sowas. Eisen. Her damit. Können wir alles gebrauchen. Silk Touch und her damit. Mal kurz die Zigarette ausdrücken. Schön ist das ja auch so als Raucher. Man ist so in so einer Höhle. Bei Minecraft halt generell, egal was jetzt, man ist so in der Höhle, spielt dann halt mit Monstern, ist dann halt so ein bisschen so am Farm und mir nix, dir nix, während man die Zigarette ausdrückt, kommt der Creeper um die Ecke und sprengt einen in die Luft. Erinnert dann in dem Falle, muss ich ganz ehrlich sagen, immer an so eine Let's Play Größe, so eine der ersten 100 Folgen, wie der in seiner Höhle da stand und einfach mal in die Luft geflogen ist. Mitsamt seinem Crafting-Table und was nicht alles. So, zack. Eisen, Alter. Immer her damit. Vor allem, weil wir ja bei der Kirche auch so viel von der Scheißzeug verbraucht haben. Mit den Eisenblöcken da, mit dem Kreuz. Was mich da geritten hat, das freut mich immer noch. Aber es sieht cool aus. Deswegen will ich das auch behalten. Mann, wo ist denn der Zombie? Der nervt langsam. Alte Nervsack hier. Gibt's ja wohl nicht. Der ist da unten irgendwo. Ach, Ich würde mal einfach behaupten, hier war ich schon mal. Alles ausgeleuchtet, aber irgendwie...
Also ganz spontan und ohne Witz. So im ersten Moment, als ich da oben eben stand und hier diese Cobblestone-Konstruktion gesehen habe, habe ich an was völlig anderes gedacht. Also jetzt nicht an so einen Spawner oder so. Arsch. Sondern ich habe an diese Let's-Show-Welt von mir echt denken müssen. Denn da ist eine Höhle, die sieht fast genauso aus. Na gut, wobei die ist mittlerweile mehr aufgefüllt. So. Ja, und dann, was ich ja auch mal eigentlich vorhatte, was ja leider nicht so ganz funktioniert hatte, also was generell nicht, ich wollte meine Let's Play-Welt ja immer gerne in so eine Feed the Beast-Welt oder so einbauen. Einfach nur so for fun und wollte da mal gucken, was man so draus zaubern kann. Leider hat das ja nie geklappt. Also das Einbauen hat nie so geklappt, wie ich gerne gewollt hätte. Boah, hier will ich mich doch gnadenlos verlaufen in der Höhle. Hier ist ein See. Überall, vor allem das Geile ist, überall die Fackeln, ey, das irritiert mich voll, muss ich ehrlich sagen. Weil, ja, gut, okay, aber wenn ich schon mal hier war, aber dass ich hier nichts mit rausgenommen habe. Sowas zeugt eigentlich davon, dass ich hier nochmal durchgeflogen bin. Also entweder hatte ich die Taschen voll oder keine Ahnung. Ich bin jetzt auch gerade am Überlegen. Nee, diese Höhle ist ja erst mit dem Umzug der Karte zur Version 1.4 gekommen. Also die ist jetzt nicht irgendwie aus alten Zeiten, dass ich da mal vielleicht Diamanten gesucht habe oder irgendwas. Also offscreen kann ich mir nicht vorstellen, dass ich hier irgendwas offscreen gemacht habe. Toll. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie ich diese Folge finden könnte. Hier dran erinnere ich mich. Aber auch wieder in einem ganz anderen Zusammenhang. Moment mal, jetzt muss ich mal direkt. Haus ist darüber. Komisch. Weil ich hätte jetzt schwören können, dass dieser Teil hier irgendwie zusammengehört mit dem Krepelkram, den wir. Wow. Den wir unterhalb der, unterhalb ist falsch. Den wir halt da, wo wir das Stripe Mining gemacht haben. Oder immer machen. Dass das irgendwie zusammengehört. Hätte ich jetzt echt schwören können. Emmerer Haralds. Warum habe ich die hier nicht mitgenommen? Ich bin verwirrt. Vor allem das Geile ist, wie komme ich hier wieder raus? Das kann ja noch interessant werden. Das wird gleich spannend hier. Weil Rückreise sollte man schon so langsam mal antreten. Vor allem, ich bin so redefaul mittlerweile geworden aufgrund von Müdigkeit, dass ich dann auch langsam mal zu einem Ende kommen möchte. Habe ich jetzt zwei Unbreaking? Habe ich einfach nur noch nicht wieder benutzt. Oh, fertig der Typ. Total fertig. Oh Mann, ey. Uiuiui. Joa. Boah, hier geht's dann noch weiter und übel. Übel, würde ich sagen. Aber ich nehme die Kohle auf jeden Fall mit. Größtenteils. Alter Schwede, vor allem ich habe hier keine Waypoints gespeichert. Glaube ich. Waypoints. 1, 2, 3 habe ich gespeichert. Und der ist ja
der 1-2-3er, der ist ja absolut von null Interesse. Der zeigt, glaube ich, nur das Endportal an. Ja, wie kommen wir jetzt nach Hause? Mal X drücken. Also die Richtung ist schon nicht schlecht, würde ich sagen. Ey, voll die fette Höhle, Alter. Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, dass wir hier mal drin waren. Aber ich wollte ja sowieso, während die erste Folge rennen hat, wollte ich ja sowieso ein bisschen alte Folgen schauen. Und dann könnte ich, ja, toll. Und dann könnte man da ja direkt mal reingucken. Boah, den Weg finde ich nie wieder raus hier. Vor allem, ich bin über so viele Umwege jetzt hier irgendwo gelandet. Ja, ich bin, kann man nicht anders sagen. Ich bin über Umwege irgendwo gelandet. Irgendwo und nirgendwo. Vor allem überall dieses Cobblestone-Zeugs. Ah, hier sind überall noch dunkle Ecken und was nicht alles. Das Schöne ist ja auch, dass ich mir immer so die Wege so toll markiere. Ne, ich meine, einige Leute kriegen das hin, so Fackel an die linke Seite, alles klar. Und beim Rausgehen muss die Fackel rechts sein. Warum schaffe ich das eigentlich nie? Egal jetzt, ob im Let's Play oder ob ich jetzt so... Ja, jag mir mal einen Schrecken ein hier. Ja, jag mir mal einen Schrecken ein. Puh. Hallo Ausgang, ich will hier raus. Sieht gut aus. Sieht aber öfter mal gut aus. Das ist das Problem bei Minecraft. Hier habe ich mich rausgegraben. Ich habe mich echt mal rausgegraben aus einer Höhle. Also ich weiß, dass ich mich aus der Mine in der Version 1, also in dieser alten Welt da 1. irgendwas. 1.0, ich weiß, dass ich mich da mal rausgegraben habe. Frage, wie kommen wir nach Hause? Aber guck mal, hier alles schön ausgeleuchtet und so weiter. Und ich denke mal, in diese Richtung kommen wir nach Hause. Ja, da vorne ist der Dschungel. Das ist ja heftig, ey. Kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Aber scheinbar, ja gut, jetzt habe ich mich verlaufen. Und beim letzten Mal scheine ich mich ja dann auch ordentlich verlaufen zu haben. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt zweimal nur rausgebuddelt habe, in den ganzen zwei Jahren, ich wollte damit aufhören. Also da bin ich jetzt ja irgendwie voll von den Socken. Also wenn jetzt irgendjemand weiß, welche Folgen das war, wo wir da in den Höhlen waren. Na, hier sind wir bestimmt reingekommen denn. Dann mal bitte echt in die Comments schreiben, weil ich glaube nicht, dass ich das gleich finden werde. Also wenn jetzt irgendeiner meint so, ey, Trivolo, das war so Folge 387. So roundabout. Ja, dann habe ich wenigstens einen Anhaltspunkt, weil ich habe jetzt echt überhaupt keinen Anhaltspunkt. Und meistens ist das ja so, Zuschauer wissen besser über die Folgen des Let's Players Bescheid, als der Let's Player selber. Ist einfach so. Genauso Wege und sowas alles. Und oder wo irgendwas liegt oder wo man mal irgendwie, was weiß ich, 6, 7, 8 Diamanten hat liegen lassen. Sowas wissen die Zuschauer meistens ja besser. So, wir sagen 63 Eisen. Ich glaube, ich habe da auch noch was in der Kiste. Nö. 63. Scheiß auf die paar Dinger da. Rein damit. Flop. Cleanstone. Ja, Mensch, das hat sich aber gelohnt, ne? Also. Nicht schlecht. So, die Lucky müsste eigentlich hier sein. Müsste. Ist sie. Ja, für den einen Emma Harald hier. Uiuiui. Hat richtig gut funktioniert. Gar nicht. Bodenschätze. 24 Emeralds. Ja, dann noch ein bisschen Loot wegpacken. Strings und Dit und Knochen. Und Spinnen. Und dann hier nochmal Dit-Zeugs.
Raw Beef, Raw Meef und so weiter, ne, kennt man ja mittlerweile. So, das da noch rein und das da noch da rein. Und dann nochmal Dschungelholz, zack. 8 Glas, hier mal mit rein. Ach, hier ist ja noch so viel Dschungelholz. Ja, okay, hier wäre jetzt noch ganz viel Dschungelholz gewesen. Aber, dieser Ausflug war jetzt sehr interessant für mich. Weil jetzt denke ich mir gerade echt so die ganze Zeit Challenge Accept. Die Folgen finde ich. Die Folgen finde ich. Boah, jetzt alle Let's Plays durchgucken. Das könnte dauern. So, ich würde sagen, sind wir erstmal wieder durch. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt mal gewogen, bleibt mal treu. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein und tschüss.